Kanal Kochen mit Farm. Heute koche ich Tomaten-Eiersuppe. Diese Suppe, ich bin ziemlich sicher, jeder Chinese hat gegessen. Das ist das tägliche Brot für uns Chinesen. Und die ist sehr einfach zu machen, schnell zu machen und sehr nahrhaft. Okay, fangen wir an. Dafür brauchen wir Tomaten natürlich und Eier, nur zwei Zutaten. Aber gibt es ein Geheimnis, also Geheimwaffe. Ich nehme gerne Tomatenmark. Das macht diese Suppe sehr saftig, sehr schmeckkräftig. Total lecker. Das ist meine Geheimwaffe. Ich teile euch gerne mit euch. Okay, fangen wir an. Ich zeige euch, wie ich die Tomaten schneide. Zuerst Tomaten halbieren und in der Mitte dieser Punkt entfernen. Also hier entfernen. Dann in Stück schneiden. Also die Hälfte, ich habe ca. 4, 5 bis 6 Stück geschnitten. Das war's. Jetzt kochen wir Tomate-Eiersuppe und erst auch wie immer heiße Wok, Kaltöl. Und die Schnittlauch geben, also Fuenzlauch, die Weißteile geben, anbraten. Also bei mir dauert, also mit der Hochhitze, bei mir dauert ca. 1 Minute. Und dann gibt es geschnittene Tomatenstück rein. Auch in Hochhitze weiter braten lassen. Nach ca. 1 Minute, dann gebe ich Salz. Und ihr werdet merken, wenn Salz gegeben hat, Tomaten wird ganz schnell weich. Und jetzt gebe ich meine Geheimwaffe Tomatenmark. Auch diese Rezepte, alle Mengeangabe, steht unten im Infobox. Jetzt Tomatenmark mit Tomatenstück weiter in Öl braten lassen und dauert nicht mehr als 2, 3 Minuten, dann wird Tomatenstück sehr weich. Dann gibt es Wasser rein. Weiter kochen, bis Tomatensuppe aufkocht. Also Tomatenstück ist noch da, aber kaum zu sehen, also nicht mehr ganz Stück. Und dann gibt es Eier. Eier tu in einen Kochlöffel und langsam in Wasser rein und ein bisschen schütteln. Und Eier wird regelmäßig in Tomatensuppe reingegeben. Das war's. Und natürlich muss auch ein bisschen Salz geben, weiter ein bisschen Salz geben nach Bedarf. Ich gebe immer gerne ca. 1 bis 2 Löffel Gemüsebrühepulver, also Teelöffel Gemüsebrühepulver. Dann das war's. Paul, ta 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 ta.
ich ein bisschen Lauchzwiebel, Grüne und ein ganz kleines bisschen Sesamöl. Also ich denke mal, vielleicht 10 Tropfen. Ich kann kaum warten, darauf ich probiere. Perfekt, super lecker. Nach dem Feierabend zu Hause kochen. Jetzt ist wird ein bisschen kalt, Herbst. Und das für Abendessen sehr, sehr lecker. Oder Wochenende mit Familien und Kinder und sehr nahrhaft. Okay, danke für Unterstützung, danke für Zuschauen. Und wir sehen uns next Donnerstag. See you next Thursday. Not Tuesday, Thursday. I'm so sorry.